Hey Leute, ich muss mal wieder meckern bzw. mich aufregen. Ja, muss ich euch einfach mal rauslassen. Beim Stöbern und Lesen in verschiedenen Zeitungen und Websites und Online-Seiten bin ich jetzt auf folgende Meldung gestoßen. Das ist aber leider schon ziemlich spät. Die Meldung ist schon vom März. Also vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber mich hat es erst mal geschockt, was jetzt schon wieder los ist. Was würdet ihr sagen, wenn ein Museum am Sonnabend von 10 Uhr bis 14 Uhr nur für Personen einer bestimmten Hautfarbe geöffnet hat? Wo bleibt der Aufschrei in den Medien, dass das purer Rassismus sei? Warum geht hier keiner auf die Straße? Ein Museum in Dortmund geht es einen ganz neuen Weg, damit weiße Kartoffeln besser begreifen bzw. sehen, wie sich Rassismus anfühlt. Naja, nee, wenn die das so begründen würden, hätte ich vielleicht sogar Verständnis dafür. Ihr werdet es nicht glauben. Das Museum Zeche Zollern in Dortmund, http://zeche-zollern.lwl.org/.de. Link steht nochmal unten in den Kommentaren. Eigentlich ein technisches Denkmal zur Kohleförderung im Ruhrgebiet. Die machen zurzeit eine Sonderausstellung zur Kolonialzeit. Und diese Ausstellung ist sonnabends für 4 Stunden nicht für alte weiße Kartoffeln geöffnet. Wie Deutsche offiziell im Sprachgebrauch der POC, People of Color, also bunter Menschen, genannt werden dürfen. Ohne dass der Sprecher einen Verweis bekommt. Das soll auch so eine Art Saverspace sein, damit diskriminierte Menschen auch mal unter sich sein können. Also doch nach Hautfarbe getrennt. Ich bin eigentlich so aufgewachsen und erzogen worden und mir wurde immer gesagt, dass alle Menschen gleich sind. Das war in der Schule so und auch später in der DDR. Von daher kein Problem. Da ich damals auch schon Westradio gehört habe, bekam ich doch etwas mit, dass das auch im Westen so galt. Ja, dass es mittlerweile schon Rassismus gegen Weiße gibt, nicht nur in Deutschland, lässt sich ja eigentlich gar nicht mehr leugnen. Unter anderem werden wir von Südländern als Kartoffel bezeichnet. Gebt euch nur mal ein paar Gesprächsrunden auf Funk oder auf anderen Fernseh gebührengesponserten Kanälen auf YouTube an. Auch hier spricht man teilweise von alten deutschen Kartoffeln. Oder auch alten weißen deutschen Kartoffeln. Ja, oder auch mittlerweile schon in Schulen, vor allem in solchen mit einem hohen Ausländeranteil, werden weiße Schüler gerne mal verprügelt. Oder auch nur gemobbt. Und das nicht nur in Kreuzberg. Von der Bundesstelle für Diskriminierung gibt es hier ganz sicher keinen Einspruch. Diese Ferda Ataman, die letztes Jahr als Leiterin ernannt wurde, twitterte vor ihrer Ernennung ständig gegen weiße Kartoffeln. Aber für ein neues Kochbuch reicht es nicht mehr. Denn sie hat damals alle ihre oder die meisten Tweets, die ihr eventuell hätten schaden können, gelöscht. Was ist Rassismus? Die Antonio Amado Stiftung sagt hier, Voraussetzung dafür ist, dass Menschen nach äußerlichen oder vermeintlichen kulturellen Merkmalen in wir und andere eingeteilt werden. Die anderen werden dabei weniger wert oder weniger gut als das Wir eingestuft. Jetzt könnte man fragen, also egal gegen welche Menschen, darauf antworten sie, in Deutschland betrifft das nicht weiße Menschen. Was kommt denn als nächstes? Straßenbahn, in denen der vordere Bereich nur für Farbige geöffnet ist? Oder in die Bibliothek dürfen Deutsche nur dienstags, donnerstags oder sonnabends? Was ist da noch weiter geplant? Für mich ist das rassistisch. Keine Ahnung, was die wollen. Ja, denkt mal drüber nach. Ich wollte es bloß mal gesagt haben. Naja, das ist alles bis jetzt.
noch nicht so schlimm. Ich denke mal, die meisten Menschen stehen über diesen Rassismus. Aber mittlerweile, einige Tage später, ich habe mir schon gesagt, im ersten Moment hast du hier etwas überreagiert. Da habe ich gestern einen Film gesehen über den Zweiten Weltkrieg. Und als ich danach auf MSM die Meldung las, Russland kritisiert, aggressives Land im Visier. Nun habe ich doch ein bisschen Angst, dass der nächste Weltkrieg nicht mehr weit ist. Diese sogenannte woke linksgrüne Gesellschaft ist doch in der Mehrheit sehr dafür, einen Krieg zu führen. Schon letztens sagte die Frau Berndingsbums, Because we are fighting a war against Russia. Because we are fighting a war against Russia. und von einigen anderen hört man auch, dass mehr Waffen an die Ukraine zu liefern sind und endlich mal Soldaten hingeschickt werden sollen. So wie uns vor gar nicht langer Zeit die ganzen Corona-Regeln aufgezwungen wurden und die Mehrheit es gut fand, aber im Nachhinein es sich alles als übertrieben herausstellte. Oder wie auch bei dem ganzen Gender-Mist, bei dem immer mehr Leute mitgehen, wird es wohl auch hier noch weitergehen. Der Zweite Weltkrieg brach ähnlich aus. Auch in Deutschland waren es erst wenige, die der Mehrheit einredeten, dass man mehr deutsches Volksgebiet benötigt, als dann der Sender Kleiwitz angeblich von Polen überfallen wurde. Waren die Leute überzeugt und man konnte in den Krieg ziehen. Und wer dann, als schon offensichtlich war, dass der Krieg für Deutschland verloren war, gesagt hat, man solle Stalingrad in Ruhe lassen, bekam so viel Hass und Gegenrede und wurde so sehr gedisst, würde man heute sagen, dass sich niemand getraute, etwas öffentlich zu sagen. Dazu kam, wenn jemand einen bei der Gestapo angekreidet hat, war es dann eh vorbei. Mittlerweile ist doch so, wer nur einmal in einem Forum oder sonst wie seine Meinung öffentlich ausspricht, und seine Meinung weicht auch nur in einer kleinen Nuance von der Mehrheitsmeinung ab, bekommt so viel Feuer und Gegenrede von allen Seiten, dass er sich fast nicht mehr getraut wird, was zu sagen. Da gab es doch 2017 auch diesen Professor, der sich bei Pegida umsah. Sein Auto wurde angezündet, um ihn einzuschüchtern. Und das, obwohl er gar nichts weiter mit denen am Hut hatte, sondern sich nur mal umhören wollte. Mittlerweile habe ich ja auch schon zwei Videos gemacht, in denen ich meine Meinung zu bestimmten Thema mal in einen Punkt offengelegt habe. Aber auch schon vorher wurde ich mal in einem Kommentar auf meine Videos als Nazi bezeichnet. Damals wahrscheinlich, weil ich aus Dresden komme und in den Augen bestimmter Leute alle Sachsen Nazis sind. Das war jedenfalls für mich dann eine Aufforderung, kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. Ich bin in der DDR aufgewachsen und kann mich noch gut daran erinnern, wie wir damals die Leute erst vorsichtig abtasten mussten, bevor man offen mit jemandem reden konnte. Aber ich bin noch optimistisch und gehe davon aus, dass hier Meinungsfreiheit herrscht, auch wenn ich da schon andere Meinungen drüber gehört habe. Aber um zum Thema zurückzukommen. Leute, denkt mal, ob ihr wirklich einen dritten Weltkrieg haben wollt. Danach wird es wohl vorbei sein. Jedenfalls sind dann nicht mehr genug Straßen, auf die ihr euch kleben könnt.